Normen untermauern die Sicherheit von so ziemlich allem, was wir kaufen und benutzen. Von Lebensmitteln über medizinische Geräte bis hin zu Spielzeug. Wir wollen die Baumeister von morgen inspirieren und fördern. Es liegt uns am Herzen, dass sie sicher spielen können. Willkommen bei Business Planet. Bei Lego in Dänemark schaue ich mir an, wie das Unternehmen nicht nur die materiellen Eigenschaften seiner berühmten Steine testet, sondern auch, wie man die Cybersicherheitsprobleme beim wachsenden Angebot vernetzter Spielzeuge angeht. Hier führen wir alle internen Tests durch, um die mechanische und physikalische Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten. Duplo-Produkte sind für Kinder unter 3 Jahren bestimmt. Es dürfen keine Kleinteile abgehen. Das Kleinkind könnte daran ersticken. Auf dem Fließband, wo diese Figur zusammengebaut wurde, zieht die Maschine den Kopf mit einer Kraft, die höher ist als die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen. How are you today? Sprachgesteuerte Puppen sind umstritten. Sie haben die Risiken von vernetztem Spielzeug aufgezeigt. Dank unsicherer Bluetooth-Verbindungen konnten Gespräche von Kindern aufgezeichnet und die Spielzeuge gehackt werden. Wie geht Lego mit diesen Problemen um? Wir entwickeln und produzieren seit einigen Jahren vernetzte Spielzeuge. Es gibt eine Reihe von etablierten Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Wie geht Lego mit Daten und Datenschutz um? Bei Lego geht es vorrangig um die Sicherheit der Kinder und um Datenschutz. Es gibt standardmäßig viele Verfahren, die unsere Produkte sicher machen, bevor die Gesetzgebung überhaupt ins Spiel kommt. Zum Beispiel sammeln unsere vernetzten Spielzeuge derzeit keine Daten von den Nutzern. Könnten Sie mir ein konkretes Beispiel nennen? Wie funktioniert die Super Mario-Reihe? Wir haben das Spielzeug so konzipiert, dass nur bestimmte Daten verarbeitet werden können. Die einzigen Dateien, die auf Lego Super Mario gespeichert werden dürfen, sind die von uns erstellten Dateien, mit denen Marios Mimik, seine Stimme und die Soundeffekte des Spiels gesteuert werden. Standards sind technische Beschreibungen der Art und Weise, wie etwas hergestellt werden oder funktionieren sollte. Zum Beispiel Filtereigenschaften von Gesichtsmasken oder Anschlussmöglichkeiten von Mobiltelefonen. Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass ein Produkt dem EU-Recht entspricht und im Binnenmarkt verkauft werden darf. Die Europäische Kommission arbeitet am Cyber Resilience Act. Mit Cybersicherheitsstandards will Europa die Herausforderungen der digitalen Revolution und des grünen Wandels bewältigen. Standards sind eine Quelle der technologischen Entwicklung. Cybersicherheit, Daten, Cloud Computing und sogar künstliche Intelligenz basieren auf der Existenz von Standards. Nehmen wir zum Beispiel die Cybersicherheit. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die man managen muss, um das Risiko eines Cyberangriffs zu minimieren. Es gibt internationale Standards zur Cybersicherheit, die sehr konkrete Schritte vorschreiben. Normen fördern Innovation. Das Schöne an Standards ist, dass sie eine neutrale Technologieebene bieten. Jeder kann damit arbeiten. Es ist eine Möglichkeit, Wissen und Technologie zu teilen. Jeder, der Standards verwendet, kann darauf aufbauend neue Dinge entwickeln. Doch wie streng Normen auch sein mögen, Schlupflöcher für gefälschte Produkte bleiben. Unser System basiert darauf, dass der Hersteller die Einhaltung der Vorschriften zusichert und die Marktüberwachung diese überprüft. Aber wie kann der Verbraucher sicher gehen? Man sollte darauf achten, wo man seine Produkte kauft. Vielleicht nicht auf der unbekannten Webseite, auf der man das Spielzeug zu einem sehr niedrigen Preis importieren kann. Normen sind ein Fundament des Binnenmarktes. Europa muss sicherstellen, dass es bei der Gestaltung künftiger Richtlinien von Anfang an dabei ist und eine ganz neue Generation von Experten aufbaut. Bis bald bei Business Planet.